Willkommen zurück zu Monster Hunter Rise. Es ist einiges passiert in der Zwischenzeit, wo ich seit der letzten Folge. Ich habe nämlich hier einfach mal offscreen. Zum einen bin ich ein bisschen rumgerannt und habe diese kleinen Aufgaben hier erledigt. Da können wir gleich mal ein paar neue annehmen. Das ist einfach nur zufallsgenerierter Stuff, ne? Da kommt immer wieder. Schauen wir mal, Pilz. Achso, ich habe schon 5. So, und ich habe diese Trainingsquests gemacht, weil das wie gesagt nur Tutorials sind und wir das schon in der Demo gemacht haben. Und ich habe auch alle von den übrigen Quests hier gemacht. Das war tatsächlich schon ein bisschen Aufwand, ne? Also diese Laternen gerade finden, dass die sind schon richtig hart versteckt eigentlich. Also ich kann euch nur sagen, wenn ihr selber spielt, nutzt diese Quests, ihr müsst sie ja sowieso machen, um euch in dem Gebiet zurechtzufinden und vor allen Dingen zu lernen, wie der Seilkäfer funktioniert. Denn das ist wirklich, die sind wirklich ganz schön versteckt auf den entlegensten Bergen und so. Und das hat schon einige Zeit gedauert, das zusammen zu suchen. Und auch die hier, die sind auch eher so auf den Klippen versteckt als einfach so unten drauf. Dann muss man schon ein bisschen danach suchen und sich mit dem Gebiet auseinandersetzen. Da ich das aber schon in der Demo gemacht habe, habe ich gedacht, das mache ich mal jetzt offscreen. Ihr seht auch, ich trage jetzt Schwert und Schild. Und wir haben jetzt sehr viele NPCs, die mit uns reden wollen wieder. Und da dachte ich, das werde ich mal wieder mit aufnehmen. Zum einen möchte der zwielichtige Händler mit uns reden. Und der verschwindet gleich. Der will inkognito bleiben, wenn ich ein Bild von ihm machen will. Ich habe auch ein paar Bilder gemacht, aber die zeige ich euch dann zu einem späteren Zeitpunkt. Es sind ein paar coole Motive dazugekommen, aber ich glaube, das wird nicht jeden interessieren, deswegen mache ich das am Ende der Folge. Ihr habt in den heiligen Ruinen einen Ort für einen Nebenlager gefunden, ja? Genau, das ist mir nämlich auch passiert. Ich bin da rumgejumpt und plötzlich hieß es, oh, du hast ein Nebenlager entdeckt. Zeige ich euch nachher, wo das war. Der älteste Pfugen hat meine Hilfe beim Aufbau erbeten. Dürfte ich euch bitten, das umliegende Gebiet zu sichern, damit ich meine Aufgabe nachgehen kann? Dieses Nebenlager wird euch im Gegenzug dabei behilflich sein, eure Expedition auszuweiten und vor allen Dingen schneller zu machen. Betrachtet es als eine für beide Seiten vorteilhafte Übereinkunft. Und dann müssen wir wieder auch die Zushi bekämpfen. Und als Belohnung kriegen wir dann dieses Lager. Das ist so ziemlich weit am Norden dort. Und da will nochmal mit uns reden. Lady Starlin, das Artefakt, das ihr da habt, das ist auch eine Sache, die ich gefunden habe. Dürfte ich einen Blick darauf werfen? Hm, verstehe. Faszinierend. Ungemein faszinierend, in der Tat. Es handelt sich um eine alte Botschaft, ein Fragment des Erbes vergangener, höchst obskurer Zeitalter. Scheinbar enthält diese Aufzeichnung jemandes bislang unentdecktes Tagebuch. Das macht sie zu einem Objekt von unschätzbarem Wert. Lange Zeit war ich wohl beeinflusst durch meinen Handel auf der Spur solcher Annalen, um mein Verständnis der Welt zu erweitern. Wenn ihr so gütig wärt, mir weitere zu zeigen, auf die ihr stoßt, biete ich euch gern ein Zeichen meiner Dankbarkeit an. Ich vermute, dass die Botschaften in kleinere Notizen zerlegt sind, welche in abgelegenen, von Menschen gemiedenen Orten liegen. Genau das ist der Fall. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurer Jagd nach ihnen und danke euch im Voraus. So. Wie kann ich das am besten? Hier, glaube ich, ist das. Und zwar, es gibt tatsächlich, wie es aussieht, Sammelgegenstände in der Welt. Die sind so an entlegenen Orten versteckt. Ich zeige euch gleich, wo ich die gefunden habe. Und das sind solche Schwerter, die im Boden stecken und die enthüllen dann wohl diese der heiligen Botschaften hier. Das Wasser hierzulande ist rein. Klares Wasser nährt den Boden, dem neues Leben entspringt. Gebete schenken Wasser. Das ist zwar völliger Mumpitz, der da geschrieben steht, aber die kleinen Bilderchen sind jedenfalls nice. Eine randale Botschaft habe ich auch gefunden. Wir wuchsen in einem friedlichen Dorf auf. Reiner Wind vertrieb das Böse und ruhige Flammen erhielten unseren Weg. Was auch immer das heißt. Und ja, ich zeige euch mal, wie viel einheimisches Leben es gibt. Das ist so unfassbar viel, was man da finden kann. Werde ich vielleicht irgendwann mal so einen eigenen Part widmen, wenn wir das alles ein bisschen voller gemacht haben. Jetzt möchte ich erstmal
sehen, was der hier mit uns quatschen will. Oberjäger Hanenaga. Schon mal von diesen großen Säugäfer-Dingen gehört? Ja, das sind im Prinzip Säugäfer, nur größer. Captain Obvious ist am Start. Und ihre Seile sind deutlich stärker. Steig auf und er schleudert dich sehr viel weiter, als es ein normaler Säugäfer je könnte. Der Haken ist, wenn du sie mal in Juwelenlilien setzt, kriegst du sie nicht mehr da weg. Und ihre Größe macht sie schwer zu steuern. Aber wenn du einen absetzt, kannst du dich ruckzuck durch den ganzen Ort bewegen. Und sie warten sogar auf dich. Na, interessiert? Also, hier sind ein paar große Seilkämpfer, nur für dich. Sag gar nicht, ich hätte nie was für dich getan. Probier sie aus, wenn du auf der Jagd das nächste Mal an Juwelenlinien vorbeikommst. Glaub mir, entspannter kann man nicht jagen. Das ist sehr schön, dass man mir die gibt. Die haben mir nämlich bei der Erkundung letztens total gefehlt. Und was haben wir eigentlich noch hier? Hier ist auch so eine Art Kantine. Ich finde schön, dass man immer in Fürstbürsen gehen kann, um sich Stuff ein bisschen näher anzusehen. Sonst... Wow, das sind riesige Kastanien. Hier ist ein Fischhändler und ein Onigiri-Künstler. Ein sehr junger Onigiri-Künstler. Da hinten ist auch. Ich werde mal in das Palamut Gebiet gehen, weil wir uns das auch noch nicht angeschaut haben und das wollte ich auf jeden Fall gemeinsam mit euch machen, denn schaut mal, wie cool das hier aussieht. Was ist das für ein Rubo da? Oh, ein Schiff gibt's auch. Und die Wasserfälle sieht man total gut von hier. Und da ist eine Statue von Hachiko. Den berühmten japanischen Dogo. So hätte ich meinen Dogo auch nennen können. Aber ich fand Corona passt besser. Grüße und Miau, ich bin Shiubei und leite hier die Bunny Plaza. Herzlich willkommen, Miau. Da du eine katzechte Jägerin bist, erlaube mir, bitte dich an Bunny Plaza willkommen zu heißen, Miau. Buddy Wildexperte Yuri wird dir einen Überblick über alles verschaffen, was mit Buddies zu tun hat. Wenn du einen Buddy anhörst, gewinnst du einen treuen Kampfgefährten, der dir bei allen Jagdaufgaben zur Seite steht. Und da ist noch ein Feline-Häuptmann, der ist auch so ein Experte für Monsterjäger und so ein Stuff. Da kannst du dir auf Logistik-Supports und so schicken. Und die machen dann Offscreen-Materialien. Und die Fähre dafür zum Trainingsbereich. Da kannst du ein bisschen üben. Und Rondine da ist die Händlerin von außerhalb Komoras. Die hat ein ganz schön schickes Outfit. Und jeder gute Jäger braucht einen Vorrat an Objekten. Also geh mal dahin und guck, was sie so anzubieten hat. Und da ist noch eine Buddy-Tafel. Da sind Buddies an der Tafel. Kannst du dir vielleicht denken. Wenn du die anhörst, kannst du die da verwalten und Schnurrhaare sind krumm und stärker werden, bla bla. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann rede einfach mit denen. Okay. Ich schau mich mal um. Hallo Juri. Oh, hi there. Hey Stalin, ich hab von deiner Ernährung zur Jägerin gehört. Glückwunsch. Hier kann er Buddies anheuern, alles klar. See you later. Schauen wir mal. Die Stufe bestimmt die Gebühr für das Anheuern. Sieben neue Palikos und Palamuts. Aha, ich verstehe. Buddy-Namen ändern, Buddy entlassen. Das heißt... Genau, wenn ich also jetzt Katzen haben will mit anderen Fähigkeiten, dann muss ich mir hier welche besorgen. Das schaue ich mir auch mal noch im Detail an. Das sieht ganz cool aus. Die sind dann zufallsgeneriert und haben verschiedene Attribute. Ich behalte aber erstmal mein Geld. Ich weiß nicht, was das bringt. Und was soll das hier darstellen? Eine Schildkröte, ob das auch ein Monster ist aus diesem Game? Ich kenne es auf jeden Fall nicht. Hier ist eine Objekttruhe, hier kann ich Buddies verwalten. Ich kann zwei mitnehmen in der Quest. Und die übrigen... Ah nein, warte. Doch, ich kann die Fähigkeiten offenbar ändern. Okay, im Moment kann ich scheinbar nur die drei. Aber man kann schon
Ah, wenn wir die Stufe erhöhen, lernt er dann neue Fähigkeiten. Und im Moment kann er eben diese Sachen. Gesundheit steigern, Verteidigung erhöhen und Lähmung verhindern. Was sind deine Abilities? Oh, du hast ja auch schon ganz viel. Ach so. Das trifft auf ihn zu. Okay, ich werde das erstmal equippen, dann haben die das schon mal. Der Doku kann scheinbar auch verschiedene Waffen tragen. Da habe ich auch noch andere Gegenstände gesehen. Die sind, glaube ich, verhalten. Okay. Greifen alle Monster willkürlich an. Das finde ich eigentlich nicht gut, aber lasse ich erstmal so drin. Taktik, Ausrüstung verwalten. Okay, auch der hat verschiedenes Equipment. Und hier ist das Klinge, Tuch, Sattel. Das ist aber was anderes als das Rüstzeug. Interessant. Muss ich mir dann auch nochmal genauer anschauen, was das ist. Aussehen kann man dann noch ändern und Buddies entlassen. So, reden wir mal mit der Tante hier. Die Argosy ist das. Das Schiff hat sich auch ein bisschen verändert seit dem letzten Mal. Sie ist Rondine und sie stammt von da, wo Meer ist und hat hier einen Zwischenstopp eingelegt. Und sie handelt mit uns und hat einen Laden und tschüss. Sie hat im Moment aber wahrscheinlich noch keine Funktion. Oder muss ich mit der Katze sprechen? Nein, ich glaube, das wird erst mit der Zeit relevant. So Training brauche ich nicht. Ich habe ordentlich trainiert. So, und bei dem hier kann man Buddies, die man nicht benutzt, dann auf Offscreen-Quests schicken und die erledigen dann die Sammelmaterialien und so. Das ist auch, glaube ich, werde ich irgendwann mal zeigen im Let's Play, aber ist für die Videos, denke ich, weniger relevant. Was ist das hier eigentlich? Mein Raum im Mehrspielermodus. Ich bin doch nicht im Mehrspielermodus. Das ist mein Raum und es gibt Neuigkeiten vom Haushälter. Mir ist übrigens in das Buddy-Dojo steht zu eurer Verfügung. Blablabla. Buddies und Befehle ans Dojo senden und Dinge. Nutze das Buddy-Dojo. Im Buddy-Dojo kann man die ausbilden. Kamura-Punkte trainieren lassen, dann gewinnen sie EXP und erhöhen ihre Stufe. Alles klar. Aber ich habe das nicht. Ich kann meine Inneneinrichtung ändern. Hab aber im Moment, glaube ich, noch nichts. Derzeit können keine Objekte verändert werden, steht da. Ist auf jeden Fall auch interessant, werden wir auch irgendwann noch machen. Und ich schätze, ich zeige euch jetzt noch, die Objekttruhe haben sie auch ein bisschen verändert, denn tue ich erstmal Stuff weg. Den hatte man schon von Anfang an. Und zwar kann man hier jetzt die Ausrüstung sehen. Und das ist jetzt aufgeteilt nach den Waffentypen. Wir haben von jedem bereits eine Waffe. Kann ich hier mal zeigen. Ich trage im Moment Schwert und Schild. Die Lanze sieht ultra cool aus. Ebenso wie die Gewehrlanze. Jagdhorn, Hammer, auch mega geil. Und auch die Eisenaxt sieht toll aus. Die Energieklinge sieht relativ langweilig. Bowgun, Insektenknete, große Bowgun und Bogen. Und wir haben dieses Set im Moment. Und das Fleurlis hier unten ist ebenfalls ein Ausrüstungsgegenstand. Und wie es aussieht, erhöht das unsere Gesundheit, Ausdauer, Angriff und so. Also das ist ebenfalls genauso relevant wie die Rüstung. Und diese Rüstungssets, da kann ich mal die
Fähigkeiten. Moment, das mache ich am besten im Legal Info. Nee. Status. So, und da kann ich mir meine Fähigkeiten anzeigen lassen. Wir haben einmal kritischer Blick, göttlicher Segen, alles auf Stufe 1 natürlich. Heldentat, das erhöht Angriff, wenn man Verteidigung, wenn man wenig HP hat. Seilkäfer-Aktionen sind verbessert und Ausdauerverbrauch beim Wandlaufen. Das ist sehr gut zum Erkunden. Also ein sehr schönes Standardset mit, ja, sehr runden Werten dafür, dass es sehr am Anfang ist. Wir haben 5 Feuerwiderstand und bei dem anderen haben wir eigentlich nichts. Aber wenn man 5 Teile desselben Sets trägt, kriegt man einen Widerstand plus 3. Und ja, man kann die noch mit besseren Sets höhere Stufen erlangen und damit kriegt man dann noch bessere Abilities. So. Außerdem zeige ich euch mal kurz, in der Schmiede gibt es auch hier die verschiedenen Waffenbäume. Wir könnten zum Beispiel hier ein bisschen was upgraden, aber ich werde mal noch mit den Standardwaffen rumlaufen. Man kann zum Beispiel jetzt ein Erzschwert oder ein Knochenschwert von jedem der Waffentypen. Hier zum Beispiel, schaut mal, wie viele verschiedene Bäume es schon gibt. Zum Beispiel gibt es hier einen Itsuchi-Baum, den ich sogar schon machen kann. Und guck mal, das hier sieht mega cool aus, oder? Also wir müssten mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr das gerne auch sehen wollt, wie ich Waffen verbessere und so. Oder ob ich das offscreen machen sollte, denn man kann da auch sehr viel Zeit reinstecken. Im Moment möchte die Küche mit mir reden für den Story-Fortschritt, aber wartet mal. Wir haben noch ein Steak abzuliefern für den Fugen, den Ältesten. Dann schauen wir mal, was dort passiert. Wir kriegen Tränke als Belohnung. Ah, Frischling, schön fertig mit meiner Quest, hä? Ich danke dir. Riecht das gut. Fast so, als hättest du kurz davor eins anbrennen lassen. Naja. Ich habe direkt noch eine kleine Bitte an dich. Alle versuchen auf ihre eigene Weise zu helfen. Und brauchen dabei meistens mehr Hilfe, als sie eigentlich bieten. Also, du bist eigentlich der Einzige, der hier wirklich was reißen kann. Also, schön, dass du da bist. Und guck mal, da ist eine Feline direkt durch dich durchgerannt. Sei auf deinen Mitbürgern hilfreich, wenn sich die Gelegenheit bietet, denn umso besser geht es dann dem Dorf. Ja, aber er hat wohl keine neue Aufgabe. Sondern die Köchin hat die nächste Aufgabe. Eine Katastrophe! Stalin, hast du die furchtbaren Nachrichten schon gehört? Du lächelst damit über beide Wangen. Wie kann das sein? Das ist ein echter Notfall. Autsch, ich bin hingefallen. Ich habe mir auf die Zunge gebissen dabei. Und, die Neuigkeiten. Ein Gruß, Itsuchi, verwüstet die heiligen Ruinen. Der absolute Horror. Das schwächste Monster im Game. Schrecklich. Ich übertreibe, aber das ist wirklich ein Gruß, Itsuchi. Und er ist direkt auf unserer Hauptfeindesroute. Also bitte mach ihn fertig, sonst gibt es keine Dungos mehr. Vielen, vielen Dank. Das ist eine dringende Quest, die du bei Hinoa annehmen kannst. Lieben Dan? Es ist echt übel. Nein. Ein Gruß, Itsuchi. Eine dringende Quest, die musst du auf jeden Fall sofort machen. Und der blockiert eine wichtige Handelsroute und das ist sehr wichtig für das Essen, das ich ständig in mich reinstopfe. Ich werde direkt schwach und falle in Ohnmacht, aber das ist nicht so wichtig. Du wirst jetzt das Monster besiegen und alles wird wunderbar werden. Alles klar, dringende Quest, der erste große Gegner hier. Ich bin gespannt, wie der sich jetzt spielen wird mit der Standardwaffe. Wir haben ihn ja schon in der Demo gesehen. Bei den heiligen Ruinen treibt so ein dummer Gruß Itsuchi sein Unwesen. Das heißt, mein Lieferant ist in Gefahr. Oh mein Gott, kannst du dich um das Biest kümmern, damit ich meine Lieferung bekomme? Mache ich. So. Finde 2 Sterne Dorfquest. Und kann ich denn... Ich kann ihre Dienste also noch nicht in Anspruch nehmen. Dass ich das gemacht habe, wie es aussieht, dann schalten wir das mal frei hier danach. Sehr nice. Und während wir das machen, kann ich euch dann den Stuff zeigen, den ich offscreen gefunden habe. Das ist sehr interessant. Ja, wir kennen ihn bereits aus der Demo, aber ich bin gespannt. Oh,
First comes the Vanguard, unstoppable tank. Nein, der Block. Then comes a second, attacking the flank. Oh. Ein Schaukelschwanz. Finally, the General. The highest in rank. Wow, triple combo. Swift as a gale. Rip der kleine Vogel. To the bone and kill without fail. Dreigespann des Schreckens. Groß Isushi. Voll cool, wie sie das inszenieren. Ich freue mich schön auf die ganzen Cutscenes von den größeren Monstern, die dann richtig heftig abgehen. So, eine Sache, die ich euch gleich zeigen möchte, ist hier oben nämlich. Können wir entlanglaufen und da kommt man so ein bisschen an so eine Klippe. Und hier ist auch eines dieser Items, die man auf dem Weg sammeln musste, diese Feuerlaternen hier. Und von hier aus kommt man auch schon sehr gut dann hier hoch weiter. Also eigentlich sehr nice, das zu machen, wenn man hier das Gebiet erkunden will. Und ich habe das Schwert und Schild ausgerüstet und dann werde ich das auch nutzen, um ein bisschen über die Waffe zu reden. Das Schwert und Schild, eigentlich meistens die Standardwaffe. Hier hat man mit Langschwert begonnen. Wurde in diesem Game nochmal ein bisschen erweitert um ein paar neue Angriffe. Zum einen hat man natürlich die Seilbinder-Moves. So einen Rundumhieb hat man und dann hat man noch so einen Sprungangriff. Der verbraucht nur ein, der ist auch relativ, halt einfach nur ein normaler Seilbinder-Move, aber halt mit einem Schlag. Aber man hat auch die normalen Kombos des Schwert und Schild ein bisschen verändert. Also man kann auf jeden Fall damit sehr viel schnell zuschlagen, hat mehrere verschiedene kleine Kombos. Man kann mit dem Schild sehr gut stunnen, das ist sehr wichtig. Und ja, die kleinen Moves sind relativ irrelevant. Man hat so einen Sprungangriff, der sehr viel Schaden macht und sehr gut zum Mounten war früher. Ich glaube, man kann damit auch Seilbinder-Aktionen ausführen. Also das neue Mounten quasi. Und was aber neu ist, ist folgendes. Wenn man diesen Move auflädt und dann X drückt, macht man eine neue Combo. Ich habe sie jetzt leider ein bisschen schlecht ausgeführt. Man muss dann getimed X drücken, wenn das aufleuchtet und macht dann eine ganz besonders heftige Combo an Schlägen. Und das finde ich, das erweitert dieses Sword and Shield im Vergleich zu früheren Monster Hunter Games ungemein, denn ich fand den Waffentyp früher immer ein bisschen langweilig zu spielen. Das Stun macht zwar Spaß, aber ansonsten ist es relativ egal, welche Combo man eigentlich macht. Und deswegen fand ich andere Waffentypen einfach interessanter. Aber mit dieser starken Combo hat das Gameplay nochmal eine neue Facette gewonnen. Und ich habe auch schon ausprobiert. Der Angriff ist auch wirklich stark. Ja, also ich habe damit schon so einen kleinen Itsushi in meinen Tests gewonnen. So einen hier. Und es lohnt sich also wirklich auch, dieses Timing zu testen und zu beherrschen. Es erinnert mich ein bisschen an Sidon aus Hyrule Warriors, den ich auch mega mochte. Und deswegen gefällt mir das. Vor allen Dingen halt starke Angriffe waren ein bisschen Mangelware bei Schwert und Schild. So, wir haben ihn gefunden. Hier schleicht er rum. Ich beginne direkt mit einem Sprungangriff. Aber ich werde ein bisschen defensiv vorgehen. Denn in in der Demo hat er ganz schön reingehauen. So, das Item nehme ich mir gleich mal. Und ich werde mal ein bisschen auf seinen Kopf hauen mit einem Schildangriff. In der Hoffnung, ihn stunnen zu können. Okay, er macht einen Clown-Move. Und stimmt, ich habe noch kein Foto von ihm gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Idee ist, das so im Blind-Kampf zu machen.
So, ich glaube, das Foto reicht erstmal. Ich mach die Luft, dass ich nicht noch mal extrem fünf Fotos mache. Und jetzt mach ich mal die neue Kamera. Ja, ich muss abbrechen, denn er scheint einen heftigen Move vorzubereiten, der mich aber trotzdem kriegt. Okay, jetzt war ich in der falschen Richtung. Ich mach mal den Seilbinderangriff. Er ist in Rage Mode, das heißt, er ist jetzt noch mehr aggro, aber er kann dadurch auch stecken bleiben mit dem Schwanz, wie es aussieht. Uha, da waren wir jetzt beide in einem Sprungangriff. Ja, ich sehe schon, der ist deutlich, er hält deutlich mehr aus als in der Demo. Jetzt habe ich ihn gestunt, indem ich ihn mehrfach auf seinen Kopf gehauen habe. Jetzt mache ich mal die neue Combo. Der letzte Schlag hat leider verfehlt. Ihr habt auch schon gesehen, wir haben schon mehrere Teile von ihm gebreakt. Hauptsächlich meine Kumpels haben das gemacht, weil ich ein bisschen rumgealbert habe. Okay, ich glaube, er macht gleich einen Schwanzangriff. Wir können auch blocken mit dem Schild. Allerdings seht ihr, wie meine Ausdauer dann zur Neige geht und wie ich zurückgeschlagen werde. Also, man sollte da sehr vorsichtig damit sein. Nur im Notfall und lieber ausweichen. Denn das kleine Schild ist gegen große Monster nicht sonderlich nützlich. So, kann ich irgendwelche... Ich habe ein Leafnerz, aber bringt er mir was? Ich habe außerdem, ihr seht keine Zahlen mehr. Das Monster haut jetzt ab. Ihr seht keine Zahlen mehr, wenn ich auf den Gegner einschlage, weil ich das ausgestellt habe in den Optionen. Das geht auch. So, jetzt werde ich mal kurz auf dieses Haus da klettern. Um zu sehen, ob sich hier was befindet. Kann man irgendwie hier rein, ist die Frage. Also da ist auf jeden Fall eine unsichtbare Wand. Könnte man hier vielleicht so rein? Nein, ich glaube, man kann da nicht rein. So, warum kommt jetzt Kampfmusik? Okay, den Donnerkäfer, den kann ich aber einsetzen. So, es gibt auf jeden Fall einen Ort, wo ich hinklettern möchte noch, bevor wir das Monster töten. Aber ich wollte schon mal ein bisschen Kampf-Action zeigen. Hier ist so ein Juwelenlinie, wo wir einen großen Seilkäfer platzieren können. Und damit kommen wir dann da hoch. Und gerade an solchen Orten finden sich sehr viele wichtige Sammelspots. Wenn ihr das Game neu habt, solltet ihr auf jeden Fall sehr oft diese Knochen haufen. Und ebenfalls sehr wichtig Förderplätze, also Erze, sammeln. So, da oben war eins dieser Sammelgegenstände, die ich erwähnt habe. Ganz oben dort bei dem Haus. Bei dem Schrein da. So, und hier ist ein kleines Berlinedorf, das ich gefunden habe. Und wenn man bei diesem Dorf auf den Baum hier hochklettert, schaut mal, da hinten ist noch so ein Ding. Seht ihr, das ist so ein Schwert, was hier drin steckt. Und das kann man sammeln, kriegt dann Punkte. Und dann kriegt man Randale Botschaft 2. Und das müsste jetzt hier im Notizbuch zu sehen sein. Doch eines Nachts sank eine dunkle Wolke herab und löschte alles Licht, während wilde Stürme und Blitze uns heimsuchten. Das klingt schon gruselig. So, wie gesagt, da oben auf einem dieser ganz da oben war ebenfalls so eine Botschaft. Und dann war noch die dritte Botschaft, die zeige ich auch noch den Ort. Hier sind zum Beispiel diese Pilze, die man sammeln muss.
Die andere Botschaft, die war nämlich ganz gut versteckt. Hier ist noch ein geheimer Ort mit einem Förderplatz, wo man sehr schön Erdkristalle und Eisenerz sammeln kann. Die braucht man auch wirklich in unfassbaren Mengen. So, jetzt bin ich leider runter. Gefallen. Dann muss ich wieder hochklettern, denn das war hier in der Nähe. Ich kann euch auch empfehlen, geht an so eine Wand, haltet R gedrückt und geht mit ZR so an die Wand ran. Selbst wenn ihr es nicht ganz schafft, bis nach oben zu klettern, verbraucht ihr damit so viel Zeit, dass ihr fast immer eigentlich den Seilkäfer wieder abgeladen habt, um ihn dann ein weiteres Mal zu verwenden. Wo ihr euch dann wieder an die Wand ran schleudern könnt. Da oben, wie gesagt, war eins dieser Gegenstände und ein weiteres. Da müsste irgendwo so noch ein vereinzeltes Haus sein. Looks like there's something here. Hier ist noch so eine Pilzkolonie. Das ist mal irgendwo hier. Ich würde es sehr gerne zeigen, weil der Ort im Gegensatz zu den anderen relativ unverdächtig war auf den ersten Blick, finde ich. Hier irgendwo. Oh, hier ist aber auch ein sehr guter Ort zum Erze und Knochenformen. Also gut, wenn man hier hingegangen ist. So, aber da hinten kann es nicht gewesen sein. Da war so ein Haus. An einem Hang. Bitterkäfer, die sind auch immer sehr gut. Seht ihr, wenn ich jetzt hier ranrenne, kann ich da noch sehr gut hoch. Hier sind Häuser, aber das war's glaube ich nicht. Das hatte ich an so einem einzelnen Häuschen gefunden. Da ist es. Der Käfer plus 1 nehme ich gern. Es ist auch nicht so schlecht, wenn man ein bisschen rumsucht, weil man dann sich pushen kann in Angriff und Lebenskraft und so. Also das lohnt sich eigentlich. Und dieses Gebäude hier. Oder war es das hier? Eventuell war es doch ein anderes. Es hätte nämlich so einen Balkon oder eine Terrasse. Und hier an der Seite war so ein Schwert dann drin. Aber ich schätze, wenn ich es jetzt nicht auf Anhieb finde, dann werde ich mich doch lieber um das Monster kümmern. Das ist nämlich gerade auch hier in der Nähe. Aber man sollte sich auch immer mal ein bisschen so umschauen nach anderen Orten, wo das noch was sein könnte. Hat auf jeden Fall wirklich sehr hohe Höhenunterschiede. So, und ich werde mal mein verkohltes Fleisch konsumieren. Es hat sogar geschmeckt, das ist zufallsabhängig beim verkohlten Fleisch. So, und da unten ist der große Izushi. Das hier kann man auch ein bisschen Gras hacken, um noch ein bisschen extra Stuff zu finden. Und ich glaube, er hat mich schon gesehen. Und er haut scheinbar ab, wie es aussieht. Er will wohl gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Hey, komm zurück! Ich bin doch ganz lieb! Ich schneide dir auch nicht den Schwanz ab. Ich verspreche. Ich verwende mal den Donnerkäfer. Aha, jetzt hat er die Donnerpest. Und das heißt, ich kann ihn jetzt betäuben, ohne dass ich diesen Schildangriff machen muss.
Das ist auch eine Neuerung in diesem Game und... Der ist ja mega, Okay, er wollte sich nur besser positionieren. Gefällt ihm wohl besser hier in der Mitte. Und wir haben ihm den Schwanz gebrochen, also habe ich mein Versprechen wohl doch... Na gut, ich habe es nicht abgehackt, ne? Ich habe nur eine Schotte reingeschlagen. Der Angriff ist sehr gefährlich, weil er sehr hohe Reichweite hat. Aber danach ist er auch eine gute Zeit lang... hat er eine Downphase. So. Oha, das war sehr knapp. Er hat sich neue kleine Freunde geholt. Okay, den Sprungangriff habe ich etwas versagt. Lass mal das große Tsuchi-Material hier einsammeln. Und irgendwie ist wieder etwas gebreakt oder was? Also, gerade beim großen Tsuchi merkt man schon noch, wie gut die kleinen Helfer supporten. Also, wenn man ein bisschen geübt ist in dem Game, will man vielleicht ohne die den Kampf bestreiten. Einfach damit man ein bisschen mehr eine Herausforderung hat. Aber so wirklich macht das schon sehr viel Spaß. Aua, jetzt hat er mich. Aber er macht auch weniger Schaden als in der Demo. Ich mach noch meinen Seilwinderangriff. Hab ihn damit wieder zu Fall gebracht. Sehr schön. Das Stunt war er, glaube ich, vorhin schon, oder? Okay, ich habe mich damit jetzt einfach mal außer Affäre gezogen. Ah! Okay, ich sollte auf jeden Fall mehr kleine Tsuchi bekämpfen noch. Also ihn dann eventuell nicht sofort töten. Denn... Okay, ich glaube meine... Habe ich einen Tank benutzt, oder? So. Er wollte, glaube ich, gerade abhauen, deswegen habe ich mal den Mietnerz benutzt. Jetzt ist er Aggro auf mich. Puh, aber meine Waffe ist schon sehr niedrig. Das heißt, ich falle jetzt an seinen herberen Teilen ab. Okay, was macht die Nebelschnecke? Die hält ein. Das ist so die beste Gelegenheit, um seinen Schwanz zu prägen, wenn er diesen Move macht. Aber ich muss jetzt. Müde Monster sind langsam. Aha, er hat keine Ausdauer mehr. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um meine Waffe zu schärfen. Und dann ist er aber down gegangen. Alles klar. Wir haben unser erstes Monster erledigt. Ich glaube sogar, dass da kann man dann drin stehen bleiben, ne? Das hält einen immer weiter. Da muss man sich die Schnecke sehr merken, weil das ist eine sehr gute Fähigkeit. Leider habe ich nicht genügend Sachen gesammelt, um Tiny Tsuchi, um das Lava zu bauen. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch mehr von den Teilen erledigt, aber ich dachte, das wäre eine Quest tatsächlich. Und kein so eine optionale Aufgabe. Hier ist ein Fallenkäfer. Den kann ich auch mal zeigen. Nein, ich habe es nicht mehr geschafft. Heftiger Panzerschlag noch am Ende. Ja, wunderbar. Sogar lila, tolle Farbe. Und dann wird es, glaube ich, eine ganz gute Folge. Wir schauen uns noch an, was sich jetzt in der Story da tut. Wir kriegen sehr viele Gegenstände. Die Stufen und die Zwischensequenz können wir sehen. Einen Titel kriegen wir auch noch. Und das Notizbuch wurde aktualisiert. Wie es sich gehört, wenn man in der Handlung voranschreitet. Sehr schön auf jeden Fall und
Dann würde ich gerne sehen, wie es jetzt weitergeht, damit ich noch einen Cliffhanger machen kann. Ich kann nicht behaupten, schon mal so viel Enthusiasmus bei einer Jagd auf einen Dorsi-Sushi gesehen zu haben. Warum nicht? Seid ihr alle total gelangweilt, wenn ihr das macht, oder was? Ich wusste, dass du gut bist, aber was die Jagd angeht, setzt du komplett neue Maßstäbe. Ja, ich weiß, ich bin gut im Dinge töten. Da hast du mir nichts zu sagen. Vielleicht könntest du sogar. Ja. Ha, was schwafel ich denn für ein Zeug? Ich bin wirklich ein alter Mauer, du hast nichts gehört, ja? Er klingt wie Bowser. Denn nach der dringenden Quest erwartet dich hier nur mit 2-Sterne-Quests. Die sind nicht ganz so lame wie Pilze sammeln, also freu dich schon mal drauf. Sprich mit Hinoa. Aber wir haben auch wieder von dem Typen hier einen Text. Ja, frühe Kunde, Lady Stormen. Ich habe eine besondere Auswahl an Objekten für euch. Jedes einzelne garantiert geil und nützlich. Und zeig mal her, wir haben ihn noch gar nicht angetroffen. Auf dem Markt kannst du Geld für Geld nützliche Objekte kaufen. Wer hätte es gedacht? Je höher dein Jägerrang, umso bessere Items, okay? Rabatte, manchmal. Lotterielose. Deko-Gegenstände für deinen Raum. Okay, wir machen mal die Lotterie. Wir bezahlen mit Geld, das kostet 500. Der Hauptpreis sind Kamura-Zwillinge. Die will ich mir aufs Bett legen, okay? Das kostet 500. Und wir kriegen Bingo. Ist das gut? Okay, ich krieg Megatron, Feingerät. Also, für den Preis, den ich bezahlt habe, ist das mega gutes Stuff. Hat aber wohl nicht. Ich kann sogar noch Amiibo benutzen, um an der Lotterie teilzunehmen. Wollen wir das mal machen? Dann muss ich aber mal meine Amiibo rausholen. Das heißt, ihr werdet mich gleich ein bisschen herumbangen sehen. Also, einen Moment. Oh je, ich lag ja ganz schief. Und es geht auch noch weiter. So, ich habe 3 Amiibo geholt. Ich hoffe, die funktionieren. Scanne Amiibo-Figuren und erhalte bis zu 3 Lotterielose pro Tag. Ein Amiibo kann für ein Los pro Tag genutzt werden. Für das Scannen mancher Amiibo-Figuren erhältst du noch einen weiteren, nur einmalig einlösbaren Preis. Ich schätze, das sind die Monster Hunter Amiibo. Es gibt einen Magna Malo, glaube ich. Den würde ich mir auf jeden Fall kaufen, weil ich den mega nice finde. Aber ich habe hier auch tatsächlich Monster Hunter-related Amiibos. Ich habe hier aus Monster Hunter Stories den Rathalos und den Goriot als Amiibo. Werde ich vielleicht ein Bild einblenden von denen, damit ihr die auch mal gesehen habt. Aber ich hab, glaube ich, vor Ewigkeiten mal ein Unboxing-Video zu denen gemacht. Könnt ihr auch nachsehen auf meinem Kanal. Und mal schauen, ob die kompatibel sind. Es wurde auf jeden Fall gelesen. Und damit kann ich Amiibo-Lotterie machen. Da können wir aber nur als Hauptpreis Megatränke bekommen. Jackpot? Na, den hätte ich gerne vorhin gehabt, ehrlich gesagt. Jetzt kriege ich nämlich nur Müll dafür. Okay, aber Gegenstände sind Gegenstände. Machen wir noch eins. So, jetzt. Das war jetzt der Rathalos. Jetzt machen wir den Variot. Warum sollte man da Nein drücken? Und das war wohl Garbage, wie es aussieht. Aber es ist ja trotzdem derselbe Stuff irgendwie. Okay. So, und dann habe ich als drittes jetzt einfach noch meinen Bowser rausgeholt. Den habe ich nämlich auch. Ich liebe monsterartige Amiibos. Wie ihr sehen könnt. Deswegen schauen wir mal, was Bowser uns gibt. Ein Bingo gibt es uns jedenfalls. That's quite good. Okay. Dann machen wir das. Thank you for your patronage. So, ich habe auch noch gar nicht geguckt, was er als Deals for you. Gegenstände hat. Anything catch your fancy? Okay, Tränke, Gegengifte, kleine Fässer, also ziemlich den Stuff, den man in der Lotterie kriegen kann. Wo ist er eigentlich seine Angebote? Achso.
da wo der Pfeil ist. Also alles ist im Angebot gerade. Okay, schaue ich mir offscreen weiter an. Reden wir noch mit dem Dude hier? Nein, nicht mit dem Hund. Mit dem Dude. Okay. Aber der Hund hat bestimmt bessere Sachen zu sagen. Hey Star, dann kann ich dich was fragen. Ich arbeite gerade an ein paar Ideen für Palamut-Rüstzeug. Das wäre echt knorke Stuff, wenn du das dabei helfen kannst. Und ich brauche noch jemanden, der es testet. Ich kann nur jemanden anvertrauen, der ein Palamut trainieren kann. Also biete die mal bitte aus, ja. Also es geht ja gar nicht, wie niedrig jetzt Level deine Kugel hier hat. Aber Stufe 5 habe ich schon. Dann kriegen wir Rollen. So. Die Leute auf der Bodyplaza sagen, du machst gute Fortschritte beim Training, ja? Dann kannst du auch den Stuff gleich mitnehmen. Warum hast du es nicht gleich gesagt, Mensch? So, wir kriegen das. Hellklingenrolle und Ablenkungsrolle. Was nützt mir das? Okay. Willkommen zurück. Der große Itsuchi ist erlegt und die Zutaten sind sicher angekommen. Yumugi geht wieder ihrer gewohnten Routine nach und ich bin nicht mehr im Panikmodus, weil ich sonst verhungern würde. Das ist alles wunderbar, dass du das gemacht hast. Nun erwartet die Belohnung für dich. Viel Vergnügen mit 2-Sterne-Quests. Die sind jetzt richtig harter Stuff, ne? Da kommen vielleicht sogar noch ein großes Itsuchi oder sogar ein Asumas dabei. Also wappne dich lieber für größere Gefahren. So, dann immer. Was uns ja aber tatsächlich ein Asumas. Und dick und saftig. Und 10 Baggies hoch bei den Frostinseln. Und ein Grußbaggy in den Frostinseln. Ein Lagombi. Krabbelkäfer. Und Pepezung. Okay. Okay, ja. Da muss ich mir ja sogar überlegen, was wir als nächstes machen werden. Also, ich würde schätzen, diese kleinen Sammelquests werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Aber ich werde für den ersten Baggy oder Großbaggy. Einen von den beiden würde ich mit euch zusammen machen in der nächsten Folge. Dann können wir uns die Frostinseln anschauen, einfach als Gebiet. Und ich will da einfach, dass ihr da dabei seid beim allerersten Mal. Denn das ist neuer Content, den habe ich noch nicht gesehen aus der Demo. Und sicherlich kommt da auch ein kleiner Einspieler oder so. Deswegen will ich da nicht offscreen schon was vorwegnehmen. Alles klar? Deswegen wisst ihr, was euch erwarten wird in der nächsten Folge von Monster Hunter Rise. Ich hoffe, ihr seid gespannt und ich hoffe, ihr fandet den Kampf gegen den großen Raptor cool und wie sein Schwanz zerbröselt worden ist. Sicherlich interessant für manche Leute. Und wenn ihr so ist, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und dann sehe ich euch wieder in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss. Dann gehen wir in die Frostinseln und machen Baggy-Stuff. Tschüss.